über dieses Thema Wetten, das möchte ich noch ein bisschen weitersprechen. Jetzt mit einem Mann, ja, der eigentlich geradezu berufen ist, dazu Stellung nehmen zu können. Denn er hat ja jahrelang selber Wetten, das produziert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Holm Dressler. Hallo Holger, grüß dich. Hallo. Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, von wann bis wann warst du Produzent von Wetten, das? Wie viele Sendungen hast du produziert? Genau, also Wetten, das ist ja gestartet im Februar 81. Ich war zu der Zeit noch zuständig für Auf Los geht's los bei der ARD mit Blackie Fuchsberger und Tennisspiele mit Thomas Gottschalk und bin dann abgeworben worden von Frank und dem ZDF. Rüberkommen zu Wetten, dass und bin dann mit der vierten Sendung, also 81 mit der vierten Show eingestiegen. Dann habe ich den Stabwechsel zu Thomas Gottschalk natürlich auch mitgemacht. Das war ja dann 87. Und dann hatten Thomas und ich 92 ein Angebot von RTL, das wir nicht abschlagen konnten, monetär, finanziell, rüberkommen zum RTL für die Late Night. Und da haben wir beide Wetten, das verlassen, also 92. Da habe ich also 11 Jahre produziert. Thomas ist 2 Jahre später wieder reingegangen in Wetten, dass. Ich konnte nicht folgen, weil ich dann zu der Zeit den Günther Jauch mit der ersten Millionenshow im deutschen Fernsehen Millionär gesucht produziert habe zu der Zeit. So war für mich der Wetten, das Zug abgefahren. Und seitdem bin ich aber begeisterter Zuschauer. Da wäre vielleicht Wetten, das die bessere Wahl gewesen statt Millionenshow, ne? Ich glaube, Millionenshow kennt doch keiner mehr. Na gut, ja, aber immerhin war sie 6 Jahre lang doch eine Samstagabendshow mit über 30 Samstagabendshows. Das ist schon ein guter Umsatz, auch als Produzent, den man da machen kann. Ja. Also wir waren die Ersten, die die Millionenshow auf dem Sender europäischen Sprachraum hatten und dann auch die Letzten, außer jetzt dieses Quiz natürlich, was ja seit ewig und 3 Tage läuft. Ja, also, Wetten, das am vergangenen Samstag. Ich habe auf Facebook schon ein Posting von dir gesehen, dass du da also nicht ganz so begeistert warst diesmal. Was ist der Unterschied denn erstmal zu der Show, die vor einem Jahr gelaufen ist? Also da waren ja doch recht viele angetan, dass man so dieses heimische Gefühl hatte, ach, Wetten, das ist wieder da, wie schön. Aber diesmal hatte ich so ein bisschen so ein Gefühl, das war auch auf Twitter so oft der Tenor bei vielen Leuten, so ein bisschen so ein abgestandenes Gefühl eingestellt. Ich glaube, das siehst du auch so. Woran lag das? Also in der Tat, das ist schade. Und dann tatsächlich mein Eindruck war am Anfang natürlich noch mit dem Standing Ovation mit Thomas, da war die Welt, die Wetten, das Welt noch völlig in Ordnung. Alles großartig. Aber ich habe relativ schnell geglaubt zu sehen und zu spüren, dass der Thomas nicht in Hochform war. Warum auch immer das lag, dass er selbst hat ja nun auch Interviews gegeben und weiß das schwer von sich. Aber ich kenne natürlich den Thomas und er war nicht in Hochform. Das muss er ja auch nicht immer sein, wie ein Sportler und sozusagen das auch immer wieder aufs Neue beweisen muss und Samstagabendshow ist ein Spitzensport auf der Moderationsebene. So, und wenn der Thomas nicht in Hochform ist, dann funktioniert offensichtlich das Gebilde nicht mehr. Deshalb hat es vielleicht auch mit Markus Lanz nicht geklappt, vielleicht auch nicht mit Wolfgang Lippert. Das heißt, der Thomas, der muss in Hochform sein, um mit dem Spielzeug, Wetten, das mit den Zutaten zu jonglieren. Und das kann er eben. Und das war vor einem Jahr meisterhaft. Da war er in Hochform. Jetzt am Samstag nicht. Und man spürt es. Und offensichtlich nicht nur ich. Er ist ja auch mittlerweile 72, darf man nicht vergessen. Ist das auch vielleicht einfach nur eine Frage des Alters? Also ist er vielleicht nicht mehr so in der Lage, eine Sendung so jung, spundhaft zu machen, wie man ihn früher eben kannte, als er 30, 40 war? Die Frage ist natürlich berechtigt. Wir werden alle nicht jünger. Und ich habe mir auch den Weihnachtsbart stehen lassen, sozusagen, jetzt gerade. Das macht einen nicht jünger. Und ja, es wäre natürlich auf der anderen Seite schade, wenn man es merken würde, dass man alt wird. Man will es ja vermeiden. Also die Frage ist berechtigt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es am Alter liegt, sondern es kann an allen möglichen Dingen liegen. Man ist nicht immer in Topform. Und ich kann mich auch erinnern, als wir die Late-Night-Show zusammen produziert haben mit Thomas, ich war erst zurückhaltend mit einer täglichen Show, weil ich die Arbeit auf mich zukommen sah, diese tägliche.
Und der Thomas, der war begeistert, weil er aber auch sagte, wenn ich einen Tag mal nicht in Hochform bin, dann bin ich es am nächsten Tag. Und das Schlechte hängt mir nur einen Tag lang. Tja, insofern hat er recht und Wetten, das wäre gut, wenn es nächsten Samstag wieder eine gäbe. Dann könnte er beweisen, dass er es noch kann. Ja, jetzt muss er wieder ein Jahr warten. Sofern das ZDF es jetzt weitermacht, so wie geplant. Ja, aber natürlich, die werden jetzt nicht die Vertrauensfrage stellen. Die wissen, was sie an Thomas haben und sie wissen auch, was sie an Wetten, das haben. Mhm. Aber wie gesagt, also gäbe es jetzt relativ bald eine Wetten, das würde ihnen dieses Manko, dass es mal nicht so funktionierte, nicht so lang nachhaken. Die Quote war ja auch nach wie vor immer noch gut. Also ich meine, 14 Millionen war sensationell im letzten Jahr, aber 10 Millionen ist ja immer noch für heutige Verhältnisse sehr, sehr gut. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, unbedingt. Natürlich gibt es allgemein, das gab es vor der Show im letzten Jahr. Viele haben auch damals schon gesagt, ach Thomas, lass es doch sein und keiner will dich sehen. Also es ist natürlich durch die sozialen Netzwerke befeuert, gibt es ein Thomas Gottschalk-Bashing und auch ein Wetten, das Bashing. Und das war hier natürlich auch vor der Show. Es gibt eben viele, die das nicht wollen und nicht mögen. Thomas ist nicht mehr everybody's darling. Man muss es einfach nehmen. Aber so what? Er findet sein Publikum und 10 Millionen, wie gesagt, das ist schon eine Menge Holz. Ja, das war ja die Stunde von Michel Hunziger, kann man sagen, die ja eigentlich eher so ein Assistentin möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Co-Moderatorin von ihm eigentlich sein soll. Und man hat gemerkt, sie war sehr professionell, sie hat nämlich das Ruder übernommen irgendwann so ein Stück weit und hat ihm das abgenommen, weil sie, ja, das hat sie auch wirklich sehr gut gemacht. Also muss man eher speziell tatsächlich auch nochmal ein Lob aussprechen, dass sie die Show auch ein Stück gerettet hat, ne? Es ist so, die Michelle, ich kenne sie auch sehr, sehr gut, ich habe mit ihr auch produziert, schon eine Show, ist natürlich ein Vollprofi und sie spürt es sofort und hat es auch relativ früh gespürt, dass der Thomas nicht ganz bei der Sache war, dass er unaufmerksam war, dass er etwas fahrig wurde, dass er schon immer was ablesen musste, wenn es um Namen geht, das wusste sie, das war nicht neu. Aber hier hat sie das relativ schnell gemerkt und hat den Thomas geholfen, was natürlich für viele den Eindruck des betreuten Moderierens dann hatte, was dann auch wiederum nicht schön war. Mhm. Aber sie war der Vollprofi, sie hat das gespürt, sie hat den Thomas geholfen, ist dann auch ein bisschen manchmal aus dem Ruder gelaufen, weil sie natürlich dann auch viel glaubte machen zu müssen anstelle von Thomas. Aber gleichwohl, ja, hat sie die Sendung gerettet. Wäre sie auch eine Kandidatin, das allein zu machen? Also wenn Gottschalk irgendwann nicht mehr kann, das wird ja irgendwann kommen, und man trotzdem diese Marke Wetten, das vielleicht nicht begraben möchte, oder geht es einfach nur mit Thomas Gottschalk? Wenn er nicht mehr kann, ist denn die Show endgültig vorbei oder kann man es mit ihr vielleicht zum Beispiel probieren? Also mit Michelle würde ich es nicht sagen, aber nichts gegen Michelle. Michelle würde ich eine eigene Show zutrauen. Das ist aber sehr in Tanz und Steppen sozusagen. Das ist die große Revue. Die in Italien Show. Ja rauf und runter, da macht sie ja viel eben Fernsehen. Drum. Ja, ja. Eben drum. Und das wäre natürlich auch anstelle einer Carmen-Nebel-Show, eine Michelle-Hunziker-Show wäre perfekt. Mhm. Aber eine Wetten, das braucht man natürlich sehr viel Spontanwitz, nicht geprobtes sozusagen, einfach Situationskomik. Und das hat eben der Thomas. Das würde die Michelle nicht haben. Mhm. Das hatte auch ein Markus Lanz nicht. Mhm. Jetzt bin ich natürlich durchaus jemand, der an das Konzept von Wetten, das so fest glaubt, dass es prinzipiell auch jemand anders machen könnte. Mhm. Im Moment als die Frage sich stellte mal, hatte man ja auch einen HP Kerkeling überlegt, man hatte Joko Klaas überlegt, man hatte verschiedene Moderatoren überlegt, die auch angefragt wurden, dann es aber nicht machen wollten. Also insofern glaube ich, dass Wetten, das durchaus weitergehen kann, auch wenn Thomas irgendwann selbst einmal sagt, Freunde, jetzt mache ich noch eine und dann war's das. Gut. Ja, wenn sie nicht eher andauernd im Fernsehen wäre, dann wäre Barbara Schöneberger, finde ich, auch eine ganz gute Kandidatin. Die ist sehr spontan, aber die sieht man ja rauf und runter im Fernsehen. Ja, du hast recht. Sie könnte es, keine Frage, war auch eine der Top-Kandidatinnen damals, die selbst Thomas natürlich sogar vorgeschlagen hat. Ja, ja. Aber die ist natürlich jetzt overpromoted. Das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Ja, ein anderer legendärer Moment, da warst du nicht mehr zuständig, eher im negativen Sinne, ist ja die berühmte Katzenmütze von Tom Hanks. Nun gab es in der
in der letzten Samstag ja wieder so eine ähnliche Situation. Leider, nicht ganz leider. So peinlich, aber es ging schon in die Richtung, nämlich John Malkovich, ein Hollywood-Star, der also diesen Wackelpudding da essen musste. Wo viele auch schon wieder gesagt haben, musste das jetzt unbedingt sein? Ist das nicht ein bisschen zu albern? Wie stehst du dazu? Ja, es war albern, leider. Und das war ein Fehlgeschoss der Redaktion. Dazu muss ich vielleicht auch erklärend sagen. Also zu meiner Zeit wurde ja der Wetteinsatz eingeführt. Den gab es von Anfang an gar nicht. Den haben wir ja später erst eingeführt. Und der wurde eingeführt natürlich als Strafe. Das heißt, man hat auch gesagt, ein Wetteinsatz darf niemals einen sozialen, karitativen Zweck erfüllen. Es darf also kein Prominenter auf die Idee kommen, wenn ich verliere, spende ich 10.000 an SOS Kinderdörfer. Das ist Quatsch, wenn er nur spendet, wenn er eine Wette verliert. Das heißt, wir haben immer darauf geachtet, dass diese Wetteinsätze eine überschaubare Strafe waren, im Sinne von vom Fahrrad, mit dem Fahrradfahren von Berlin nach Hamburg oder was auch immer, oder Würstchen verkaufen von dem Bundestag. Jetzt kamen aber dagegen die Prominenten, die ihre bestimmten Dinge eben oft dann doch sozialen Zweck erfüllen wollen. Das war immer ein Kampf um diesen Wetteinsatz. Viele wurden auch später nicht eingelöst, muss man mal sagen. So, und jetzt hat die Redaktion im Falle von Tom Hanks, der sich da irgendwie ein Cappy aufsetzen müsste, das dann haut sie daneben, weil das einfach albern ist. Und dieser Wackelpudding, der Fischgeschmack, der ja später sich als Fake herausstellte, der war ja das Gemeine. Sozusagen ein Wackelpudding an sich, das wäre für mich keine Strafe gewesen. Er esse ich gerne mit schönem Vanillepudding dazu, Vanillesoße, herrlich. Aber das war in der Tat nicht geschickt und auch die Auflösung nicht an den Tisch. Das sah alles nicht appetitlich aus und das spürt auch ein Thomas. Der fühlt sich dann nicht wohl, das hat man gesehen. Aber dann muss man eben gute Miene zum bösen Spiel machen und auch Malkovich hat ja dann tapfer mitgemacht. Aber es war keine gute Idee der Redaktion. Es wirkte auch ein bisschen konfus, das Ganze, ja. Also man wusste gar nicht, wer jetzt wo sitzen soll offensichtlich und wie das jetzt aufgelöst wird. Also es wirkte ein bisschen komisch, diese Situation. Ja, dieses Chaos darf schon mal sein in der Live-Show. Ja, ja, dass man sowas auch nicht geprobt hat, sozusagen. Das kommt, da kann man drei Stühle und Tisch. Also das will ich gar nicht ankreiden. Diese Anarchie gehört ja auch irgendwo dazu, mal das nicht alles so wie am Schnürchen klappt. Also mehr war es sozusagen, dass das nicht gut rüberkam, schlichtweg. Hm. Es kam auch nicht gut rüber, der Wetteinsatz, als er formuliert wurde, dass Bully Herbig da im Tutu tanzen sollte, sozusagen. Das kam auch in der Formulierung, habe ich auch gedacht, Mensch, das ist Karneval, das ist Männerballett, das ist nicht schön. Am Ende dann, wie die beiden es gemacht haben, das war wieder okay. Das sah ganz gut aus. Ja, und diese gute Zweckgeschichte, was du angesprochen hast, da meinst du Herbert Grönemeyer natürlich damit, ne? Ja, natürlich. Wenn er ihn noch zuständig gewesen wäre, Herbert, das ist, seh doch selbst ein, wenn du die Wette verlierst, spendierst du einen Monat lang die Kosten für eine ganze Tafel. Ja, und wenn du Wette gewinnst, machst du es nicht. Nee, dann machst du es natürlich auch. Und das ist das Blöde. Das ist natürlich die Promis dann sagen, ich mach's trotzdem. Dann sag ich, ja, dann mach es, aber unabhängig von der Wette. Kündige das an, dass dir danach ist, das zu machen. Und jetzt überlegen wir aber trotzdem eine Strafe für dich. Naja, und der Kandidat mit dem BMX-Rad ja zu Recht sagte, na, der muss sich ja eigentlich verlieren, ja, ne? Weil er unter Druck war. Der war auch immer moralischen Druck. Ja, genau. Als er diesen Wetteinsatz hörte. Ja, daran zeigt sich eben, dass kein Wetteinsatz einen sozialen Zweck erfüllen darf. Ein Punkt ist noch, der Ton war irgendwie teilweise ein bisschen komisch. Also Robbie Williams klang live total gruselig, haben viele gesagt. Ich weiß nicht, ob er einfach schlecht gesungen hat oder ob er schlecht ausgesteuert wurde, keine Ahnung. Und bei Thomas Gottschalk klang es manchmal so, als wenn er ein bisschen lispelt, wo Leute schon gewitzelt haben, ob bei ihm die Haftcreme nicht richtig sitzt oder wie hast du das empfunden? Also es fiel mir tatsächlich auf bei Robin Williams und da dachte ich auch erst, ist sehr schwer bei Stimme, weil er so gerade voll auf Tournee ist und dem Orchester singt, das wäre ja menschlich gewesen, wenn ihm da ein bisschen die Stimme versagt hat. Aber da sich das während des Titels dann besserte, war es eindeutig ein Tonproblem. Und bei Thomas Lispeln, auch er hat dazu gesagt, das war das Ton, das ist das Problem des Headsets. Das heißt, seitdem es diese Headsets gibt,
Die nehmen viel mehr die von der Klangfarbe die Höhen auf als die Tiefen. Und dadurch ist einfach, kommt ein technischer Effekt, dass man denkt, man lispelt, man tut es aber gar nicht, nur weil einfach der Diskant, wie das Techniker sagen, überhand nimmt. Das ist die Headset-Technologie, die ist da noch nicht perfekt. Und allgemein, klar, kann in einer Live-Show auch mal technisch etwas haken. Nicht nur redaktionell, nicht nur inhaltlich, auch technisch. Es sind alles Profis am Werk und dann rudert man hinter den Kulissen und in den Schaltern. Heute sind diese Mischpulte ja nicht mit 4 Heblern, sondern mit 400 Reglern. Das heißt, ich möchte da kein Tonmensch sein und der dann auf einmal eine Fehlerquelle suchen muss. Es war nicht optimal ausgesteuert, sage ich mal. Ja, gewonnen hat am Ende der mit den Fingerabdrücken, sehr deutlich mit 52%, wo auch einige darüber verwundert waren. Wie man jetzt im Nachhinein herausgefunden hat, ist das ja ein Aktivist, ein Klimaaktivist gewesen. Der hat offenbar ganz klug eine ganze Menge Leute vorher aktiviert in seinem eigenen Dorf. Und um damit die alle anrufen, das scheint ja mit eine Rolle gespielt zu haben. Weil die so spektakulär war, diese Wette ja letztendlich nicht. Diese beiden Achterbahnjungs ein bisschen leid getan. Die haben ihre Wette zwar verloren, aber haben für mich die mit Abstand spektakulärste und beste Wette eigentlich geboten. Und war nicht mal unter dem Top 3 am Ende. Wie ist das überhaupt mit diesen Telefonabstimmungen? Vielleicht ganz allgemein gefragt. Wie viele rufen bei so einer Show an? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und kann man das wirklich auch beeinflussen, wenn man irgendwie das... Ja, natürlich. Das wird auch beim ESC, ist es sehr deutlich, beim Song Contest, dass die Nachbarstaaten anrufen. Ja. Für die Nachbarstaaten natürlich. Und da muss es gar nicht viel geben, denn die Zeitspanne ist ja relativ kurz. Ist ja nicht, er ruft einen Tag lang an. Sondern die Zeitspanne zwischen dem, jetzt könnt ihr anrufen und gerade bei Wetten, das und dann kommt der Jingle, jetzt nicht mehr. Das sind, lasst es mal 5 Minuten sein. Das sind keine 5 Minuten. So, und wenn da ein ganzes Dorf mit 15.000, 20.000 Seelen vorher mobilisiert ist, die jetzt alle anrufen, dann ist eben der Sieg nicht mehr zu nehmen. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass hier ein Dorf mobilisiert werden könnte. Was ich etwas schräg fand, fällt mir gerade noch ein. Das ZDF hat Thomas Gottschalk untersagt, 14 Tage vor Wetten, dass in einer anderen Fernsehshow aufzutreten. Und ausgerechnet da lief dann diese RTL-Show, denn die wissen nicht, was passiert. Und dann durfte Gottschalk nicht dabei sein. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wer hat denn da nicht aufgepasst? Warum muss denn die Show gerade dann da gemacht werden? Hat Gottschalk seinen Vertrag nicht richtig gelesen? Hat RTL das bewusst gemacht? Oder was, verstehst du das? Nein, es ist unverständlich. Und ich denke auch, dass es eine Sprachregelung gab im Dreiergespann RTL, ZDF und Thomas, dass man vorgegeben hat, sozusagen das so zu formulieren, als dass man es übersehen hätte, was keinen Sinn macht. Man kennt die Verträge, man hat sie unterzeichnet vor über einem Jahr. Das heißt, da wusste man schon, was auf einen zukommt. Das heißt, es muss einen anderen Grund gegeben haben, dass Thomas 2 Sendungen nicht dabei war. Und vielleicht fühlte er sich schon nicht wohl oder wir wissen es nicht, oder er war in Malibu und fürchtete den Jetlag. Also es kann nicht der Vertrag gewesen sein. Es kann auch nicht das plötzliche Entdecken gewesen sein. Hoppla, da ist ja Wetten, dass nach der RTL-Sendung. Nein, es muss einen anderen Grund gegeben haben. Ist meine Vermutung, ich weiß es. Kein Zitatrecht in dem Fall. Ich vermute, vielleicht ging es dem Thomas schon die Tage und die Wochen vorher nicht gut. Ich habe gelesen, dass er vielleicht erkältet sei, dass er, ich weiß, also bei mir war es übrigens der Eindruck, wenn er irgendwie stand und erzählte in die Kamera, da sah er blendend aus, da war er top da. Aber sobald er sich bewegte, merkte ich, man ist es dem ins Kreuz gefahren, weil ich eben wusste, dass bei einer Mallorca-Show ihm es vor der Live-Show in den Rücken gefahren ist und er mit zig Spritzen diese Sendungen nur machen konnte. Und dann, das vernebelt einen auch sozusagen, diese Spritzerei. Vielleicht wurde er hier hochgepäppelt durch Spritzen, warum auch immer, und war dadurch einfach ein bisschen neben sich. Also das ist mir auch aufgefallen, dass er
etwas unbeweglich wirkte. Die Mediathek, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV, und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.